Yo Leute, Crimex hier und in diesem Video geht es um gepanzerte, mit Waffen ausgestattete und gemoddete Banküberfallfahrzeuge. Ja Leute, ich werde euch in diesem Video einfach mal nach und nach ein paar Bilder einblenden, die ich persönlich wirklich extrem cool fand und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dazu einfach mal ein Video, weil ich diese Bilder, wie schon eben gesagt, einfach richtig cool fand und mit diesem Video möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ihr euch nicht verarschen lasst, weil einfach bei diesen Bildern könnte man wirklich tatsächlich denken, dass das Banküberfall-DLC schon draußen ist, aber wie schon eben gesagt, es sind einfach nur gemoddete Fahrzeuge, heißt nicht jeder kann diese coolen gepanzerten Fahrzeuge eben jetzt schon bekommen und deswegen möchte ich euch dieses einfach mal in dem Video zeigen und euch einfach darüber informieren, dass ihr euch nicht verarschen lassen dürft. Ja, bevor es losgeht, noch ganz kurz und zwar, ja, ich weiß Leute, heute ist Freitag, aber ich bin jetzt einfach erst von der Schule heimgekommen, es ist jetzt 5 Uhr, heute Abend muss ich auch noch weg, ich schaff's zeitlich einfach heute leider nicht mit der Fridays Done Show, weil eine Fridays Done Show aufzunehmen dauert wirklich immer übel lange, Leute, wegen den ganzen Effekten und so und deswegen schaffe ich es heute nicht, ich muss mal schauen, vielleicht gibt's morgen dafür dann als Entschädigung die Saturday Stunt Show, muss ich mal schauen, Leute, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da morgen Bock drauf habt oder dann eben wollt, dass es nächste Woche erst weitergeht. Wie gesagt, Leute, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt hier einfach mal mit diesen Fahrzeugen los und zwar, wie schon eben gesagt, werde ich die jetzt einfach mal alle nach und nach in dem Video einblenden und dort kann man eben sehen, wie Pickups mit solchen Miniguns oder besser gesagt mit diesen, Miniguns kann man diese Teile schon nennen, mit diesen Miniguns eben auf ja, der Ladefläche ausgestattet wurden, aber es sind, wie schon eben gesagt, auch gemoddete Fahrzeuge. Heißt, wir können diese leider noch nicht bekommen und finde ich persönlich wirklich extrem schade, weil es einfach auf die Banküberfälle hindeutet und ich denke mal, der ein oder andere von euch, der diese Bilder schon im Internet gesehen hat, hat sich vielleicht auch schon Hoffnung gemacht, weil es einfach diese Fahrzeuge sind, die man im Banküberfall-Trailer gesehen hat und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, es ist kein Photoshop, es wurde wirklich gemoddet, es sind Bilder, die so in GTA 5 entstanden sind, weil, wie ich ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt, ich werde euch jetzt einfach mal einen Screenshot aus dem GTA 5 Forum einblenden, also aus dem Social Club und dort kann man eben sehen, dass diese Bilder in Snapmatic sind, heißt, diese wurden mit der GTA-Kamera aufgenommen. Ich weiß nicht, wie es der Modder geschafft hat. Auf jeden Fall hat er es geschafft, einfach eine Minigun auf die Ladefläche von seinem Pickup zu modden. Und deswegen fand ich es wirklich extrem cool. Und er hat es auch richtig übertrieben. Ich werde euch jetzt hier noch ein anderes Bild von einem Pickup einblenden. Und dort könnt ihr sogar Raketen an der Seite sehen. Also er hat es auf jeden Fall richtig drauf und hat es auch noch gleichzeitig richtig übertrieben. Wie gesagt, Leute, diese Bilder fand ich einfach extrem cool, weil wir einfach jetzt genau wissen, wie es dann später aussehen wird. Und ja, es ist, wie gesagt, kein Photoshop. Er hat es wirklich geschafft, solche Autos in GTA zu bringen, wie man eben an diesem Snapmatic-Screenshot sehen kann. Und wie gesagt, Leute, schreibt mir dazu einfach mal eure Meinung in die Kommentare und tut mir leid, wenn es heute ein bisschen schneller war. Ich habe wirklich extrem wenig Zeit. Ja, wie gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es wirklich extrem cool, dass man das jetzt schon mal so ein bisschen sehen konnte. Lasst euch nicht verarschen, falls euch jemand andrehen will, dass das Banküberfall-DLC jetzt schon draußen ist wegen diesen Bildern. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start ins Wochenende. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex und nicht vergessen, das Video zu liken für einen größeren Bizeps und ciao!